Wie gesagt, Thomas Andres hier, Jonas Meyer hier. Über uns haben wir schon sehr viel gehört. Ich habe die Tastatur verloren. Genau, das bin ich. Und unser dritter Mann im Bunde ist Horst Schwakowiak. Den haben wir jetzt heute noch gar nicht gesehen. Hey, du sollst eigentlich noch hinten rumsitzen. Genau, der wurde tatsächlich nicht vorgestellt, deswegen sage ich jetzt ein bisschen was über ihn. Horst ist ein Arbeitsloser. Und außerdem ist er promovierter Physiker und er ist größter Schalke-Fan. Und damit haben wir eigentlich schon genug über ihn gesagt. Jetzt haben wir sehr viel über das Innovation Hacking noch nicht geredet. Wir haben es oft erwähnt und das wird Thomas jetzt nämlich tun, ein bisschen darüber zu reden. Gut, das Innovation Hacking ist, ja, ich sage mal, wir experimentieren viel mit innovativen Technologien aus verschiedensten Bereichen. Also was wir zum Beispiel mal gemacht haben, ist, wir haben einen Roboter gestengesteuert und durch dessen Augen die Welt gesehen. Wir haben aber auch schon viele Showcases im Bereich von AI gemacht. Dort haben wir unter anderem Deepfakes in Echtzeit gebaut oder aber halt auch eine VR-Brille, mit der man die Welt durch die Augen des Künstlers sehen konnte und das Ganze auch gleich noch als Polaroid ausdrucken konnte. Wir haben auch mit Drohnen gearbeitet und heute früh hat man schon in unserem Blobby VR-Vortrag und auch in der virtuellen KI-Führung eine Einführung in die Welt des Blobby VR sehen können, also eines Multiplayer-VR-Spiels, wo man Gummibärchen spielt. Ja, gut, jetzt hat der Jonas für euch eine kleine Geschichte, wie wir an dieses Projekt eigentlich gekommen sind. Genau. Wir wissen jetzt alles über das Innovation Hacking und um zu verstehen, warum wir jetzt heute hier stehen und diesen Talk halten, müssen wir ein paar Monate zurückgehen und zwar nach Gelsenkirchen. Und da wohnt nämlich Horst und es war ein ganz normaler Tag in Gelsenkirchen. Horst war gerade dabei, sich einen fetten Mad Eagle zu machen, also so einen richtig saftigen und er ist gerade dabei, den letzten Stachel zu setzen und da klingelt aus dem Nichts das Telefon. Und Horst geht ran und es ist sein alter Studienfreund Herbert. Und Herbert redet nicht viel um den heißen Brei herum, er fällt direkt mit der Tür ins Haus und bittet ihn einfach mal um einen Gefallen. Und zwar das Problem, das Herbert hat, ist, er arbeitet inzwischen beim Olympiastützpunkt Heidelberg und trainiert dort die deutschen Kanuten. Und damals, vor einigen Monaten, standen die Olympischen Spiele 2020 noch direkt vor der Tür und Herbert hatte dadurch einfach extrem viel zu tun. Und eine Aufgabe, die extrem viel Zeit frisst, ist einfach die videobasierte Technikanalyse von seinen Kanuten. Und hier sehen wir ein solches Video, das jetzt analysiert werden soll. Man sieht den Kanuten, wie er einfach rudert oder paddelt. Das Video wird von einem Motorboot aus aufgenommen, das neben dem Kanu herfährt. Und dabei filmt der Trainer den Kanuten natürlich händisch und natürlich ist das Video deswegen verwackelt. Und worum es uns jetzt eigentlich geht, ist der Paddelwinkel in verschiedenen Paddelposen. Und hier sehen wir jetzt so eine Paddelpose, und zwar genau beim ersten Einstich ins Wasser. Und zu jeder von diesen Paddelposen gibt es einen bestimmten Sollwinkel, der möglichst erzielt werden soll. Und das, worum es in der Analyse geht, ist jetzt rauszufinden, wie weit der Paddelwinkel des Sportlers von diesem Sollwinkel abweicht. Und diese Aufgabe soll Horst jetzt für Herbert übernehmen. Und Horst ist einfach nur so unglaublich froh, seinen alten Physik-Bro mal wieder zu sehen, dass er einfach direkt zusagt. Für dich, Herbie, mach ich doch auch. Und genau das wird Horst jetzt nämlich machen. Horst wird jetzt für uns eine so eine Kanu-Pose annotieren. Das heißt, Horst, komm mal bitte her. Und wir switchen jetzt kurz mal auf die Laptop-Webcam um. Genau, Horst, nimm doch bitte Platz. Okay. Also, hier siehst du jetzt dein Kanu. Das erste Einzelbild aus dem Kanu-Video. Und jetzt geh doch bitte einfach mal hier Frame für Frame durch und such nach der Kanu-Pose, der Paddel-Pose, die ich vorher gezeigt habe. Und dann annotiere sie bitte so. Kriegst du das hin? Ja, Mann, das kriege ich hin, du. Das ist einfach. Darf ich da noch ein schönes Corona dazu trinken? Mach, was du nicht lassen kannst. Oh, hör mal, das kriege ich hin. Genau, okay. Die Paddelpose bitte. Ja, die Paddelpose. Okay, ne, das passt nicht. Ne, das passt auch nicht. Dat, wie viele Bilder sind denn das noch? Okay, das passt auch noch nicht. Ich sage das nochmal aus. Okay. Ja, gut, okay. Das
geht gleich ins Wasser rein, guck mal. Oh. Davor das, oder? Das ist... Da muss ich jetzt mal gucken. Hier eine Hand ist, nicht? Hier. Thomas, das geht nicht. Nimm mal die Maus. Das ist die Hand hier. Wenn das die Hand ist, dann mache ich einfach hier, da. Ja. Zack. Genau, das, was Horst jetzt gerade eingezeichnet hat, ist die Paddellinie. Das ist die, worum es uns geht. Und was jetzt noch fehlt, ist die Wasserlinie, damit wir diesen Winkel messen können. Okay. Ja, genau. So, was jetzt? Nimm dir mal ein Geodreieck und mess mal für uns den Winkel da. Ajo, das sind 34 Grad. Ganz genau, 43 Grad. Das ist leider 3 Grad neben unserem Sollwinkel. Daher hat der Sportler da noch ein bisschen zu tun. Und vielleicht hat man es jetzt gemerkt, das war jetzt nur eine Paddelpose von sehr, sehr vielen in diesem Video. Kannst wieder umschalten. Und in einem Video von sehr, sehr, sehr vielen. Und Horst setzt sich jetzt aber trotzdem Herbert zuliebe hin und annotiert fröhlich sehr, sehr viele Videos durch. Und wir springen jetzt einfach 2 Tage vor. Horst hat jetzt 2 Tage lang Videos annotiert, hat dadurch schon das erste Schalke-Spiel verpasst und steht vor einem großen Problem. Ja. Können wir in das Ding reinspringen? Genau. Annotieren dauert ziemlich lange und es macht keinen wirklichen Spaß. Also hier sehen wir jetzt so den durchschnittlichen Menschen beim Paddleframes annotieren nach einer Stunde. Und das bringt tatsächlich auch mal den Horst zum Nachdenken. Und er denkt sich, okay, ich mache eigentlich schon alles direkt am PC, wieso kann das der PC nicht für mich machen? Und da fällt Horst tatsächlich ein, dass er ja noch einen ehemaligen Kommilitonen hat, Heinrich. Und der arbeitet bei irgendeiner Softwarefirma, irgendwie Nerd Group oder sowas. Und ja, tatsächlich hat Horst gar nicht mal so viel Glück gehabt, dass sein ehemaliger Kommilitone jetzt hier arbeitet, weil 40% der TNGler sind tatsächlich studierte Physiker. Genau. Jedenfalls ruft Horst Heinrich an, erzählt ihm von seinem Leid und Heinrich denkt sich, okay, da könnte man tatsächlich irgendwas mit Computer Vision dran machen. Ich kenne mich da jetzt aber nicht so gut aus, ich verweise dich einfach mal ans Innovation Hacking, die haben da schon einige Sachen mitgemacht. Und so kam es dann letztendlich, dass wir Horst zu einem von unseren Innovation Hacking Abenden eingeladen haben, die jeden Dienstag stattfinden und haben dann bei Bier und Matt Eagle seiner Geschichte gelauscht, von seiner Agonie und die Pläne, ob man das Ganze nicht eventuell automatisieren könnte. Thomas ist direkt darauf angesprochen, hatte direkt den nächsten Big Tech Day Vortrag im Kopf. Ja, interessant, dass es genauso gekommen ist. Und so oder so ähnlich, wie ich das jetzt gerade erzählt habe, sind wir tatsächlich an dieses Projekt rangekommen. Ich will an der Stelle noch meine Geschichte abrunden mit einem sehr schlauen Zitat. Und tatsächlich ist es auch gut möglich, dass die Geschichte, die ich gerade erzählt habe, an einigen Stellen eventuell zu dramaturgischen Zwecken etwas abgeändert wurde von der Realität. Was allerdings der Wahrheit entspricht, ist, dass wir dem Olympiastützpunkt Heidelberg und allen, die vermittelt haben, insbesondere auch Marc Schuh, sehr dankbar sind, dass wir die Chance hatten, an diesem coolen Projekt zu arbeiten. Genau, jetzt genug Geschichten erzählt. Worum soll es denn eigentlich heute in diesem Vortrag gehen? Schauen wir uns mal die Übersicht an. Ja, wir haben am Anfang eine Einführung, sehr, sehr spannend. Da geht es dann erstmal darum, was sind eigentlich die Problemstellungen, die wir bearbeiten wollen. Da geht es aber auch darum, was ist denn eigentlich dieses Computer Vision, von dem alle reden und letztendlich auch, was sind eigentlich neuronale Netze, von denen allen reden. Die nächsten 3 Themen sind unsere 3 großen Schritte, die wir dann letztendlich beim Bearbeiten eines solchen Videos abarbeiten wollen. Das Alignment, die Annotation und die Selektion. Wir werden dann nochmal alles zusammenfassen und dann schauen, was noch in der Zukunft weiterhin möglich ist. Genau, aber fangen wir erstmal von vorne an und zwar bei dem, was eigentlich das Problem ist, Thomas. Jo, wir schauen uns die eigentliche Problemstellung mal kurz an. Wir haben es ja vorher schon gesehen. Das hier, das ist so ein typischer Winkel, den wir bestimmen wollen, aber da gibt es nicht nur einen, sondern insgesamt 4 Stück. Die erste wichtige Pose ist praktisch kurz bevor das Paddel ins Wasser einsticht.
Die nächste Pose, die man sich anschauen sollte, ist, wenn das Paddel dann komplett, also das Paddelblatt, komplett ins Wasser abgetaucht ist. Danach ist es wieder wichtig zu wissen, wenn das Paddel kurz davor ist, das Paddelblatt wieder rauszukommen aus dem Wasser. Und dann der erste Frame, an dem das Paddel wieder komplett aus dem Wasser raus ist. Und was müssen wir da also machen? Naja, also wir müssen zunächst einmal die Paddellinie einzeichnen, also sprich das Paddel einfach bis zur Wasserlinie durch verlängern. Dann die Wasserlinie einzeichnen, den Winkel messen, so wie es Horst vorher gemacht hat. Und dann können wir nämlich einfach vergleichen zwischen dem Winkel, den wir haben, und dem Winkel, den wir brauchen, so einem Sollwinkel. Also das ist praktisch, wenn man eine gute Technik hat, sticht man irgendwie mit 41 Grad, mit 40 Grad ein, und in dem Fall ist es 41 Grad, beim Horst waren es jetzt gerade 43 Grad, was dann eher schlecht ist. Okay, so, und jetzt wollen wir uns die drei Problemstellungen, die sich bei uns hier stellen, einfach mal ganz kurz oberflächlich beleuchten. Das erste Problem, das wir haben, ist, das ist jetzt natürlich falsch, die Frame-Selektion. Und diese Frame-Selektion sagt halt einfach, dass wir ein bestimmtes Bild auswählen müssen, an dem genau der Einstich passiert. Und das, wie wir gerade eben gesehen haben, lösen wir mit Klassifikation. Dann kommt ein anderer Bereich der AI dazu, nämlich die Segmentation besser gesagt Segmentierung. Und die verwenden wir dafür, um ja so ein Alignment hinzubekommen, also um praktisch die Wasserlinie gut zu bestimmen. Und dann haben wir noch einen dritten Bereich, in dem die AI besonders gut geeignet ist, nämlich die Posendetektion. Und diese können wir verwenden, um die Annotation hinzubekommen. Also sprich, um jetzt genau festzustellen, wie ist denn die Paddellinie und wie verhält sich die zur idealen Paddellinie im Vergleich. Und dafür brauchen wir, naja, zuerst einmal Computer Vision, worüber Jonas ein bisschen was erzählen wird. Genau, Computer Vision, was ist das denn eigentlich? Wir haben es jetzt oft in den Mund genommen und das ist auch ein Thema, das oft in den Mund genommen wird. Computer Vision, zu Deutsch maschinelles Sehen, beschreibt im Allgemeinen die computergestützte Lösung von Aufgabenstellungen, die den Fähigkeiten des menschlichen visuellen Systems nachfolgen. Und das sagt zumindest Wikipedia dazu. Hier sehen wir jetzt noch eine wunderschöne Übersicht, was das eigentlich alles heißt. Und man merkt schon, ja, okay, sagt uns jetzt eigentlich nicht so viel. Und deswegen haben wir jetzt hier eine Sammlung von verschiedensten Anwendungsbeispielen von Computer Vision. Und hier sieht man, Computer Vision ist eigentlich heute schon überall. Und es geht so im Groben und Ganzen darum, irgendwelche Bilder sich anzuschauen mit Computern und irgendwelche Informationen daraus zu extrahieren. Und das kann alles Mögliche sein, zum Beispiel sowas Einfaches wie einen QR-Code abzuscannen oder auch dafür zu sorgen, dass die autonom fahrenden Fahrzeuge keine Passanten überfahren. Im dümmsten Fall ist es einfach nur ein dämlicher Snapchat-Filter, der am Ende auch noch das Gesicht irgendwie finden muss, um da eine Hundenase draufzusetzen. Wenn wir mit Computern arbeiten, benutzen wir dafür oftmals OpenCV. Und das tun wir deswegen, weil OpenCV eine frei verfügbare Bibliothek für C++ und Python ist, die sehr viele von den standardisierten Algorithmen und Tools zur Verfügung stellt, die man so grundsätzlich braucht, um Computer Vision Probleme abzuarbeiten. Und das ermöglicht es uns, ohne das Rad komplett neu erfinden zu müssen und dementsprechend wenig Aufwand, irgendwelche coolen Computer Vision Applikationen zusammenzuzaubern. Wenn man sich jetzt mal anschaut, was denn da eigentlich alles so an Funktionalität dran ist, dann sieht man, da ist schon einiges mit dabei. Und es führt dazu eigentlich, dass wir im Endeffekt dieses ganze Projekt, also alles, was wir jetzt hier im Nachfolgenden sehen, in irgendeiner Art und Weise mit OpenCV machen. Das heißt, wir laden unsere Videos ein, wir teilen sie in Einzelbilder auf, wir fügen irgendwelche Primitiven und Texte ein, wir verzerren diese Bilder, schreiben sie letztendlich wieder auf die Festplatte. Das Einzige, was wir tatsächlich nicht mit OpenCV machen, sind einige neuronale Netze. Die machen wir einfach nur aus Bequemlichkeit in TensorFlow. Aber selbst das könnte OpenCV. Also man sieht, das Projekt ist ein einziger Feature-Creep mit einer unglaublich großen und einheitlichen und folglich furchtbaren API. Genau. So viel dazu. Jetzt haben wir verstanden, was Computer Vision ist. Was sind denn jetzt eigentlich neuronale Netze, Thomas? Ja, neuronale Netze. Ich habe es vorher schon
kurz motiviert im Blobby VR-Vortrag. Wir wollen es hier auch nochmal kurz erwähnen. Wir fangen wieder ganz von vorne an, nämlich bei Adam und Eva, dem biologischen Neuron. Und das biologische Neuron, hier sehen wir gerade zwei im Bild, naja, das ist so gestrickt, dass es elektrische Signale entgegennehmen kann. Und diese elektrischen Signale verarbeitet es und basierend darauf gibt es halt einen Stimulus. Und wenn dieser Stimulus hoch genug ist, dann feuert das Neuron seinerseits wieder ein elektrisches Signal an die nächste, an das nächste Neuron. Und wenn es nicht hoch genug ist, dann ist es eine Failed Initiation und dann passiert halt nichts. Also tatsächlich ist es eine Zero-or-One-Geschichte, also könnte man das zum Beispiel auch mit, wie so eine Cut-Off-Funktion sehen. Wenn das, der Stimulus hoch genug ist, gibt es eine Aktivierung, ansonsten nicht. Ja, und jetzt hat sich jemand überlegt, jemand sehr Schlaues, dass wir doch das Test doch eigentlich so simpel ist, dass man es auch einfach in ein mathematisches Modell gießen könnte. Und das ist das artifizielle, das künstliche Neuron. Und da haben wir praktisch genau dasselbe. Wir bekommen wieder Eingabeinformationen. In dem Fall ist es jetzt von einem anderen Neuron. Das ist das X0. Das wird gewichtet mit einem gewissen Faktor. Dann wird noch ein neuronenspezifischer Bias dazu addiert. Das wird durch eine Funktion, eine Aktivierungsfunktion gejagt. Und das ist dann die Ausgabe. Die Aktivierungsfunktion könnte eben genau diese Cut-Off-Funktion sein, die wir gerade erwähnt haben. Dann stellen wir sozusagen das biologische Neuron nach. Aber es kann auch was ganz was anderes sein. Und da ein Neuron normalerweise nicht nur mit einem Neuron verknüpft ist, haben wir hier noch eine wunderhübsche Animation für mehrere Neuronen. Also sprich, hier wird das Neuron mit dem Faktor 0,7 kleiner, das mit dem 1,4er größer und so weiter und so fort. Die werden alle zusammen addiert, dann kommt der Bias drauf, dann kommt die Aktivierungsfunktion und das wird dann wieder weitergeleitet. In dem Fall ist die Aktivierungsfunktion jetzt was anderes, als wir es bisher gesehen haben. Es ist eine Rectified Linear Unit, also ein sogenanntes ReLU. Genau, ist halt eine der anderen Möglichkeiten. Gut, so, und wenn wir jetzt diese Verknüpfung uns anschauen, sehen wir hier ein Beispiel, wie man jetzt verknüpfen kann. Das ist die Architektur des sogenannten Mobile-Netzes. Und Mobile-Net ist jetzt ein tiefes neuronales Netz, das man verwenden kann und das vor allem zur Bildklassifikation verwendet wird. Und wie man hier schon sieht, das ist in verschiedene Schichten eingeteilt. Also sprich, wir haben die Eingabe, das ist ein Bild, dann kommt die erste Schicht des Mobile-Net, die verarbeitet jetzt die Eingabeinformationen, macht sie ein bisschen kleiner, dann wird das Ganze in die nächsten Schichten geliefert und so weiter und so fort. Und dann geht es insgesamt durch die ganzen Schichten. Am Schluss haben wir dann eine Ausgabe und diese Ausgabe ist jetzt sehr typisch für eine Klassifikation. Es ist nämlich ja eine Klasse. Das heißt, Klassifikation bedeutet, wir nehmen das Bild einer Ente, jagen es durch ein neuronales Netz und dann können wir sagen, ob's, ja, welches Tier es ist, zum Beispiel, ob es die Autoente ist, ob es der Hund ist, ob es die biologische oder Plastikente ist, ob es ein Hase ist, ob es irgendwas anderes ist und so weiter und so fort. Und dann können wir mit einer gewissen Wahrscheinlichkeit sagen, welche der Klassen tatsächlich zutreffen. So, und da es relativ schwierig ist, sich das alles genauer vorzustellen, haben wir da auch gleich eine Demo mitgebracht. Und die könnte uns jetzt der Horst vielleicht mal kurz starten, bitte. Genau. Einfach hier nach rechts, Horst. Ja, genau, super, danke. Und dann auf Start klicken. Ach, hör mal, das kann ich. Offensichtlich, ja. Okay, und was wir jetzt hier sehen, ist, was das Mobile Net jetzt gerade von Jonas erkennt. Ja, also alles Mögliche kann da drin sein. Jetzt hat er gerade eine Punching Bag, wenn Horst sich da vorstellt. Power Drill, Wick. Wick könnte sogar passen, weil ich meine, das schaut auch schon aus wie eine Perücke, Horst. Tut mir echt leid. Das, was du als Haare bezeichnest. Okay, und jetzt sehen wir Bonnet. Ja, also man merkt schon, das ist gar nicht so gut, würde ich mal behaupten. Horst, kannst du die Demo wieder beenden? Vielen Dank dafür. Und aber es geht jetzt uns ja gar nicht darum,
genau diese Klassen zu erkennen, sondern es war jetzt einfach mal ein Beispiel für eine Klassifikation. Wenn man jetzt komplett einfach nur eine Perücke reinhalten würde, dann würde er auch eine Perücke erkennen. So, und jetzt müssen wir so ein neuronales Netz natürlich auch trainieren. Und das Training passiert, wir haben ja vorher gesehen, wir haben diese Gewichte, wir haben den Bias und die können wir natürlich auch ein bisschen anpassen. Also wir können uns das so vorstellen wie so einen kleinen Drehknopf, den kann man dann hin und her drehen und dann bekommt man halt unterschiedliche Werte als Ausgabe raus. Also am Anfang kriegt man nur irgendeinen Schmarrn raus und wenn man es gut trainiert hat, bekommt man das richtige Ergebnis für die Klassifikation raus. Dummerweise können wir jetzt nicht einfach so sagen, okay, wir drehen den hier, sondern gerade in einem tiefen neuronalen Netz wie dem Mobile Net haben wir halt nicht nur ein oder zwei Freiheitsgrade, sondern Millionen Freiheitsgrade. Und diese Millionen Freiheitsgrade, die wir hier haben, die können, ja, wo soll man jetzt hier anfangen, irgendwas rumzudrehen? Und deswegen verwenden wir das Ekelhafteste, was es so dafür geben kann, nämlich die Mathematik. Und da haben wir uns eine schöne kleine Folie rausgesucht zum Gradient Descent. Und dieser Gradient Descent funktioniert jetzt so. Wir haben hier ein Neuron, das hat einen Bias, das hat einen Weight. Und dieses Neuron ist dafür verantwortlich, so eine Kurve durchzulegen. Und diese Kurve muss durch diese zwei roten Punkte, die wir hier sehen, durchgelegt werden. Und wenn man sich das jetzt mal anschaut, dann ergibt es je nach Bias und Weight einen unterschiedlichen Fehler. Den können wir dann auftragen und dann haben wir diese Fehleroberfläche. Und wenn wir jetzt eine Kugel einfach an einem bestimmten Punkt hinlegen und jetzt so tun, als würde das wirklich, als würde da wirklich Gravitation herrschen, dann würde diese Kugel ja entlang des Gradienten dieser Fehleroberfläche, entlang der Ableitung dieser Fehleroberfläche einfach den Berg runterrollen. Und genau das machen wir beim Gradient Descent. Das heißt, wir legen die Kugel dorthin, berechnen die Ableitung, also damit die Steigung und den Gradienten. Und dann gehen wir ein kleines Stück in die Richtung des Gradienten. Dann legen wir die Kugel wieder drauf, machen wieder den Gradienten und so weiter und so fort und tasten uns dann so Stück für Stück für Stück für Stück vor, bis wir unten am Tal ankommen. Und das ist dann unser Optimum. Und da können wir dann aufhören. Ja. Genau, jetzt haben wir einiges zu neuronalen Netzen erzählt und man könnte auch noch beliebig weiter in die Tiefe gehen. Wir machen an dieser Stelle einen Cut für das, was wir machen wollen, ist das, was wir bisher erzählt haben, vollkommen ausreichend. Und wir springen auch schon direkt in das erste Thema rein. Wir haben ja darüber geredet, wir haben drei eigentlich wesentliche Schritte. Und der erste Schritt, der ist das Alignment. Und beim Alignment geht es darum, wir haben jetzt hier ein Bild von einem Kanu und wir wollen das so ausrichten, dass das Kanu letztendlich horizontal im Wasser steht. Und was uns das erlaubt, ist es einfach nur irgendeine arbiträre Wasserlinie einzuzeichnen als horizontale Linie. Und an derer können wir jetzt den Paddelwinkel messen. So, die Frage ist jetzt, wie finden wir heraus, wie schief das Kanu eigentlich da drin ist? Wenn wir uns das Bild jetzt ein bisschen genauer anschauen, dann erkennen wir, das Bild wird eigentlich dominiert von den Linien, die durch das Kanu und durch den Horizont gegeben sind. Das heißt, wenn wir diese Linien jetzt ein bisschen einfach uns verstärken können, beziehungsweise wenn wir diese Linien irgendwie mit klassischer Computer Vision finden können, dann können wir den Winkel von diesen Linien berechnen und können dann quasi das Bild so ausrichten, dass diese Linien im Durchschnitt horizontal sind. Und genau das wollen wir jetzt tun. Das heißt, wir suchen nach Linien, wir suchen nach Kanten und das machen wir im ersten Beispiel, Horst, bitte Demo. Das machen wir im ersten Beispiel mit einem sogenannten klassischen Kantenfilter. In diesem Fall ist es der Candyfilter und man sieht jetzt hier schon, wenn Thomas ein bisschen näher an die Kamera rangeht, man erkennt Thomas nicht so wirklich, man erkennt den Mustache von Herbert und man erkennt die Brille. Man sieht also grundsätzlich alles, was hier irgendwie eine Kante darstellt, wird hervorgehoben. Das Problem, das wir jetzt allerdings haben, ist, die Kanten, die wir jetzt hier sehen, sind nicht unbedingt gerade Linien. Das heißt, darüber Winkel zu berechnen, wird einigermaßen schwer. Und Horst, Demo Ende bitte. Und du darfst gleich da bleiben, wir schauen uns gleich noch eine an. Genau, das, was wir jetzt machen müssen, ist eben quasi Linien daraus zu generieren. Horst, Start. Und genau das tun wir jetzt zum Beispiel auch. Jetzt sehen wir, Thomas steht da drin, aber Thomas wird komplett ignoriert, weil die Linien, die dieses Bild dominieren, sind in Wirklichkeit so im Hintergrund zu finden. Und deswegen sieht man jetzt zum Beispiel auch sehr schön, wie schief unsere Webcam eigentlich ist. Und genau das wollen wir jetzt auch mal auf das Kajak-Video machen. So.
Genau, wenn man sich das Ganze mal im Code anschaut, wie das dann in OpenCV so ausschaut, das ist Python-Code, sieht man ja, es ist unglaublich mysteriös und komplex, ganze zwei Zeilen Code. Das ist einfach nur die Hübschheit von OpenCV. Und hiermit haben wir unseren Soll schon abgetan, dass wir jetzt auch mal ein Stück Code gezeigt haben. Wenn wir das Ganze jetzt auf das Paddle, auf das Kanu-Video anwenden, dann kriegen wir erstmal so ein paar Linien. Und wir können ein bisschen einschränken, welche Linien wir kriegen. Wir wollen ja den Horizont nicht haben, deswegen sagen wir zum Beispiel, wir schauen uns nur die Linien im unteren Bildbereich an. Aber man sieht, dennoch sind da noch so ein paar Linien, die wir eigentlich nicht haben wollen. Zum Beispiel die vom Paddle und die vom Wasser. Und die wollen wir jetzt irgendwie noch rausfiltern. Und dafür machen wir eine sogenannte Outlier Rejection. Bei der Outlier Rejection geht es darum, einfach quasi den Mittelwert über diese Linien zu bilden und alles rauszuschmeißen, was da nicht quasi in unser Weltbild passt. Und das heißt, wir nehmen alle Linien, die entweder zu weit unten oder zu weit oben sind oder einfach einen komplett anderen Winkel haben als alle anderen und schmeißen die raus. Und am Ende haben wir wirklich nur noch diese bereinigten Linien und wir sehen, die liegen wunderschön in dem Kanu drin. Und damit können wir jetzt tatsächlich auch unser Kanu hier ausrichten und haben eine perfekte horizontale Wasserlinie. So, wenn wir das jetzt alles in einem Video anschauen, dann sehen wir, okay, wir erkennen eigentlich jedes Frame eine komplett andere Linie. Das liegt einfach daran, dass der Kenny-Filter extrem instabil ist. Und im Endeffekt wackelt dadurch das Bild einfach mehr rum als davor. Wir haben mehr kaputt gemacht, als es eigentlich soll. Von daher ist es keine wirklich tragbare Lösung für uns auf langer Sicht. Das heißt, wonach suchen wir eigentlich? Eigentlich wollen wir ja das Kajak finden. Das Kanu, nicht das Kajak. Und das heißt, dieses Areal im Kanu interessiert uns. Und um das jetzt zu finden, benutzen wir eine Machine Learning Technik, die sich nennt Segmentierung. Und da wird jetzt Thomas ein bisschen was drüber erzählen. Genau, bei der Segmentierung. Schauen wir uns erstmal an, was Segmentierung denn überhaupt ist. Wir haben wieder das berühmte Bild der Ente und diese Ente wird wieder mal durch ein neuronales Netz gejagt. Aber in dem Fall wird sie jetzt nicht einfach in eine bestimmte Klasse eingeteilt, sondern wir bekommen wieder ein Bild raus. Und in diesem Bild markieren wir dann alles, was Ente ist, blau, und alles, was nicht Ente ist, einfach pink. Und so können wir durch die Magie der neuronalen Netze dann praktisch ein Bild aus einem Bild generieren. Und das hat dann bestimmte Eigenschaften. Ja, eines davon, das können wir uns jetzt gleich mal anschauen in der Demo, ist eine Personensegmentierung. Da kann uns Horst bestimmt wieder behilflich sein. Also hier sehen wir jetzt gerade einen Jonas, der im Hintergrund ist, und einen Horst, der im Vordergrund ist. Und wir sehen, alles, was irgendwie Person ist, wird speziell segmentiert. Alles, was nicht als Person erkannt wird, wie zum Beispiel Horsts Trainingsanzug, das wird eben raussegmentiert, das ist nicht in der Segmentierung enthalten. Ja, die Corona-Bierdose ist da natürlich das beste Beispiel dafür. Genau, das ist ein Beispiel für Segmentierung, aber die Personensegmentierung hilft uns natürlich nicht besonders viel weiter, wenn wir jetzt über Kanus reden, sondern da brauchen wir tatsächlich eine andere Art der Segmentierung und da ist uns was eingefallen, was wir hier verwenden können und das ist die sogenannte Vordergrund-Hintergrund-Segmentierung. Und wenn wir uns die mal genauer anschauen, da gibt es einige Implementierungen. Hier haben wir eine mit dem sogenannten DenseNet verwendet und was wir hier schon sehen, das Kanu wird als Vordergrund erkannt und alles, was dann im Hintergrund ist, wird auch dementsprechend als Hintergrund klassifiziert. Das heißt, diese Segmentierung hilft uns wirklich dabei, das Kanu als solches zu finden. Wir haben jetzt noch einen kleinen Trick gemacht. Wir haben nämlich einfach den Sportler, der ja eigentlich auch im Vordergrund ist, einfach ab der Hüfte abgeschnitten und haben gesagt, da kommt schon kein Kanu mehr danach. Es müsste schon sehr komisch drin liegen. Da müsste ein sehr komischer Unfall passieren, dass überhalb der Hüfte plötzlich das Kanu liegt. Deswegen können wir das dann so segmentieren. So, und was wir als nächstes gemacht haben, ist, wir haben Features innerhalb dieser Kanu-Segmentierung gefunden. Und diese Features können wir dann auch über mehrere Frames hinweg tracken. Das heißt, wir haben dann dasselbe Feature in einem Bild, im nächsten Bild, im übernächsten Bild und so weiter und so fort. Und damit können wir dann praktisch schauen, wo findet sich das Feature, das wir vorher an einer bestimmten Stelle gefunden haben, an der neuen Stelle.
Und damit können wir das Bild dann so ein bisschen hin und her schieben, um herauszufinden, ja, um es praktisch immer wieder an dieselbe Stelle zu legen. Ja, und dann können wir eine dritte Möglichkeit auftun, nämlich die Principal Component Analysis. Und die sagt uns im Wesentlichen nur, wenn wir jetzt dieses segmentierte Bild haben, wo ist denn die Hauptrichtung, in die dieses Bild geht? Also wir nehmen das segmentierte Kanu, den Ausschnitt des Kanus, und bilden die Hauptrichtung, in die sich dieses Kanu ausbreitet sozusagen, also das Hauptalignment dieses Kanus. Und damit können wir dann das Bild dementsprechend rotieren. Und so bekommen wir dann ein stabilisiertes Bild. Um es nochmal zusammenzufassen, was machen wir? Wir segmentieren das Kanu, bis auf den Vordergrund, bis auf den Sportler natürlich. Dann machen wir die Feature-Detektion, tracken diese Features über mehrere Frames, um dann das Bild sozusagen immer wieder an dieselbe Stelle zu tun. Dann machen wir die Principal Component Analyse, um die Ausrichtung zu bestimmen. Und anhand dieser Ausrichtung machen wir es dann besser. Und hier sehen wir jetzt das Bild, wie es stabilisiert ist. Wir sehen jetzt hier auch am Rand praktisch immer wieder, dass sich schwarze Balken ausbreiten. Das liegt einfach daran, dass wir halt das Bild ein bisschen nach links, nach rechts geschoben haben. Und rotiert haben wir es auch noch immer wieder ein Stückchen. Und das haben wir halt gemacht, um die Wasserlinie in diesem Fall stabil zu halten. Na gut, jetzt wollen wir uns als nächstes die Annotation anschauen. Also wir haben jetzt eine stabile Wasserlinie, die ist immer geradlinig. Erster Punkt geschafft. Jetzt brauchen wir als nächstes die Paddellinie. Die Paddellinie zu bestimmen wäre jetzt eigentlich, ich sag mal, gar nicht so schwer, weil wir könnten ja wieder Segmentierung nehmen. Wir könnten einfach das Paddel aus dem Rest des Bildes segmentieren und daraus dann praktisch wieder so eine Principal Component Analysis machen und damit die Paddelrichtung wieder bestimmen. Könnte man so machen. Da kann man natürlich auf die vielen Beispiele aus dem Internet zurückgreifen, die schon Datensätze für Paddelsegmentierungen geliefert haben. Derer sind es genau null. Also irgendwie doch nicht so gut. Also was könnte man also machen? Man könnte einen Werkstudenten draufsetzen, 35.000 Paddel segmentieren und damit hätten wir dann tatsächlich unsere Bilder gebaut. Aber ganz ehrlich, wer würde das denn machen? Das ist ja eine Grausamkeit und das wird doch kein Werkstudent mit sich machen lassen. Deswegen muss man da auf was anderes zurückgreifen. Ja, und schauen wir uns nochmal die Aufgabenstellung ein bisschen genauer an. Also, was müssen wir machen? Wir brauchen diese blöde Paddellinie, die können wir gegen die Wasserlinie abgleichen, dann den Winkel finden. Okay, gut. Hier nochmal in der schematischen, technischen Zeichnung, die Jonas für uns angefertigt hat. Wir sehen also Paddellinie bestimmen und gucken wir uns das doch mal noch ein bisschen genauer an. Wir könnten doch einfach nur auf die Hände zurückgreifen und diese Hände genauer erkennen. Und glücklicherweise gibt es da was im Internet, witzigerweise, und das nennt sich Open Pose. Also wenn man auf Model zuschaut, dann findet man Open Pose. Dummerweise sitzt jetzt unser lieber Mike im Hintergrund und wird erkannt. Aber jetzt, wenn Jonas den Mike verdeckt, dann sieht man schon, dieses Open Pose trackt halt bestimmte Positionen am Körper und diese Positionen können wir dann einfach auslesen aus dem Bild. Und das ist, funktioniert ziemlich gut. Und wenn man sich es genauer anschaut, dann werden hier auch Positionen, Positionen der Hand erkannt. Und das ist doch genau das, was wir brauchen, weil wenn wir die Position der Hand haben, dann haben wir automatisch auch die Position des Paddels, weil das Paddel in diesem Beispiel halt typischerweise immer an der Hand klebt. Gut, super. Dazu wollte Jonas jetzt ein bisschen was erzählen. Genau, wir haben jetzt gesehen, was Open Pose eigentlich so ist.
der Neugierige wird sich fragen, wie funktioniert denn OpenPose eigentlich? Und zwar das, was wir machen, ist am Ende wieder sowas Ähnliches wie eine Segmentierung. Und zwar, wir nehmen das Bild von unserer altbekannten Ente und stopfen das in unser neuronales Netz. Und das, was wir am Ende rauskriegen, sind Heatmaps. Und diese Heatmaps sagen uns für jedes Gelenk, an welcher Stelle ist es denn am wahrscheinlichsten oder wie ist dann die Wahrscheinlichkeit für das bestimmte Gelenk, dass es an einer bestimmten Stelle ist. Das heißt, das können wir uns jetzt hier auch wieder in einer Live-Demo anschauen. Horst, geh mal wieder tanzen, bitte. Und wir sehen jetzt hier Mike schon im Hintergrund. Also da ist ganz viel Heatmap. Und jetzt, sobald Horst reinkommt, sehen wir, okay, Horst wird schön lila, grün und sonst was eingezeichnet. Und was wir jetzt machen können, ist aus diesen Heatmaps einfach das Maximum raussuchen, sagen dann, an dieser Stelle haben wir höchstwahrscheinlich ein Gelenk und das können wir dann eben so einzeichnen. Gut. Wenn wir das Ganze jetzt für unser Kanu-Video machen, dann sehen wir, das funktioniert einigermaßen gut. Also die Arme werden richtig erkannt, bei den Beinen macht er irgendwie so ein bisschen lustige Sachen, aber die Arme funktionieren eigentlich ganz gut. Das Problem, das wir jetzt allerdings haben, ist, die Hände, wie sie erkannt werden, sind in unserem Fall nur die Handgelenke und das ist uns nicht präzise genug. Wir wollen ja irgendwie ans Paddel rankommen. Und da kommt jetzt der glückliche Fakt mit ins Spiel, dass OpenPose nicht nur ein neuronales Netz ist, sondern eine ganze Sammlung von neuronalen Netzen. Und da ist unter anderem auch ein Handtracker mit drin. Das heißt, was wir jetzt tun können, ist, wir können um die Handgelenke einen großzügigen Ausschnitt machen und diese Bilder quasi in den Handtracker füttern, kriegen dann für jedes einzelne Fingerglied eine approximierte Position. Aus denen können wir uns jetzt den Mittelpunkt berechnen, weil wir gehen davon aus, dass das Paddel eigentlich immer in der Mitte der Hände ist oder zwischen den Fingern drin. Und wenn wir das Ganze jetzt aufs Video anwenden, dann sieht das in etwa so aus. Und wir sehen schon, ja, die zwei Handpunkte verfolgen das Paddel eigentlich schon relativ gut. Das heißt, was wir jetzt im nächsten Schritt machen können, ist einfach nur diese Handmittelpunkte zu berechnen, da eine Linie durchzuziehen und schon haben wir unsere Paddellinie eigentlich berechnet. Was wir jetzt auch noch machen wollen, damit es schön aussieht, damit der Trainer am Ende das ein bisschen besser analysieren kann, ist eine Wasserlinie einzeichnen. Hier könnten wir jetzt jede horizontale Linie einzeichnen. Für uns ist es allerdings wichtig, ja, wir wollen so eine halbwegs legitime Linie einzeichnen. Das heißt, wir nehmen uns einfach die Segmentierung von dem Boot, nehmen uns da den untersten Punkt und das ist da quasi, wo für uns das Wasser anfängt. Und da können wir jetzt diese Wasserlinie einzeichnen. Und sobald wir die Wasserlinie haben, können wir unsere Paddellinie mit der Wasserlinie schneiden, können da einen Kreisbogen einzeichnen und auch den Winkel berechnen und oben einfach nur als Ist-Winkel einzeichnen. Was wir dann im Endeffekt haben, um es nochmal zusammenzufassen, wir fangen an mit OpenPose, gehen dann zum Handtracker über und zeichnen mal am Ende alles ein. Und am Ende haben wir dann ein Video, das ungefähr so ausschaut. Das heißt, wir haben jetzt für jedes Einzelbild in dem Video eine Annotation. Und das ist ziemlich cool. Das könnte man verwenden zum Beispiel für eine kontinuierliche Technikanalyse. Ist jetzt aber nicht unser Fokus. Denn was wir jetzt im nächsten Schritt machen wollen, ist eine Selektion. Und das, was wir jetzt gerade hier gesehen haben, ist nicht das, was wir haben wollen. Was uns eigentlich interessiert, sind die Paddelwinkel bei den vier verschiedenen Posen. Das heißt, wir wollen aus diesem Video, das wir gerade extrahiert haben, Frames raus extrahieren, wie zum Beispiel das hier. Das wäre jetzt quasi Pose 1, hier für Pose 2, für Pose 3, für Pose 4 und alle anderen restlichen Posen in diesem Video. Und hier sehen wir zum Beispiel schon, okay, Sollwinkel weicht ziemlich stark von Istwinkel ab, da muss also noch was gemacht werden. So, wie finden wir jetzt eigentlich diese Frames, die für uns relevant sind? Wie finden wir diese Posen? Da haben wir mal so ein bisschen drüber nachgedacht und sind darauf gekommen, im Grunde genommen sind diese Posen nichts anderes als Zustandsübergänge. Wenn man dem Paddel drei verschiedene Zustände gibt, und zwar zum einen komplett über Wasser, zum anderen halb im Wasser mit der Paddelspitze und zum dritten komplett eingetaucht ins Wasser mit der Paddelspitze wohlgemerkt, dann sehen wir, Pose 1, 2, 3 und 4 sind nichts anderes als Zustandsübergänge von diesen drei Zuständen. Das heißt, wie finden wir jetzt aber den Paddelzustand raus? Unsere erste Idee war einfach zu sagen, wir hatten schon so viele gute Erfahrungen mit Segmentierung. Das heißt, wir könnten jetzt eigentlich einfach nur eine Wassersegmentierung durchführen. Wir haben ja schon die Paddellinie. Und wenn wir jetzt wissen, wie lang das Paddel ist und wie lang das Paddelblatt ist, können wir genau den Punkt finden von der Paddelspitze und da, wo das Paddelblatt aufhört und in den Stiel übergeht. Und können jetzt einfach nur überprüfen, ob für diese zwei Punkte sie im Wasser sind oder nicht. Und das machen wir, indem wir einfach nachschauen, ob das in der Wassersegmentierung drin ist.
Das Problem hier ist allerdings vielfältig. Wir haben das mal getestet und herausgefunden, es gibt keine wirklich gute Wassersegmentierung, die das so pixelgenau hinkriegt, wie wir es wollen. Und selbst wenn wir einen eigenen zusammengeschusterten Datensatz mal drüber trainieren lassen, dann kommen wir da nicht so ganz hin. Und das andere ist, Paddel sind unterschiedlich lang. Sportler sind unterschiedlich groß und so sind es auch ihre Paddel. Das heißt, diese Idee können wir schon mal wegschmeißen. Die zweite Idee war dann einfach zu sagen, okay, wieso trainieren wir nicht einfach ein neuronales Netz, wenn wir hier mit unserer Modellbildung nicht weiterkommen, das quasi direkt das tut, was wir machen wollen. Also einen Blick auf das Bild wirft und uns sagt, okay, wir sind jetzt in Paddelzustand 1, 2 oder 3. Und genau das wollen wir machen. Bevor wir das allerdings gemacht haben, haben wir uns nochmal überlegt, worauf achten wir als Menschen eigentlich, wenn es darum geht, diesen Paddelzustand rauszufinden. Und es stellt sich raus, ja, wir achten eigentlich so nur auf das Paddel. Ist ja irgendwie logisch. Das heißt, wir wollen jetzt hier einen Classifier trainieren. Im Endeffekt wollen wir eine Klassifikation durchführen. Wir wollen ein Bild zuweisen zu einer von den drei Paddelzuständen. Und dafür brauchen wir zwei Dinge. Zum einen brauchen wir ein Modell, das wir trainieren wollen. Und zum anderen brauchen wir Trainingsdaten. Und ja, fangen wir einfach mit den Trainingsdaten an. Da haben wir die freie Auswahl zwischen frei verfügbaren, vorgelabelten Paddelzustands-Trainingsdatensets. Da gibt es nur leider nicht so viele. Also machen wir uns einfach unseren Trainingsdatensatz selbst und wir schauen uns hier einfach das Video an und sehen, wir können jetzt einfach für den Input diese ganzen Frames ausschneiden vom Paddel und kriegen jetzt ein Video von dem Paddel, das ungefähr so ausschaut. Das heißt, wir haben ganz, ganz viele Paddelbilder, die wir automatisiert aus allen Videos, die uns irgendwie zur Verfügung stehen, extrahieren können. So, jetzt ist allerdings die Frage, wie kommen wir von diesem Input auf einen Output? Tja, wenn wir dafür eine automatisierte Lösung hätten, dann würden wir jetzt nicht hier stehen. Das heißt, da muss am Ende wieder irgendeine arme Sau dran und 35.000 Frames annotieren. Genau, und das beschreibt eigentlich schon das zugrunde liegende Problem. Wir haben nämlich nicht nur ein Paddelvideo, das wir annotieren müssen oder labeln müssen, sondern wir haben ganz, ganz viele und insgesamt sind es 35.000 Frames und darauf hat echt keiner Bock. Glücklicherweise haben wir Werkstudenten, die das für uns tun können. Hier sehen wir so einen, das ist Leo. Der hat in nur 2 Tagen unseren kompletten Datensatz annotiert. Dafür sind wir ihm sehr dankbar. Und wenn wir das Ganze getan haben, beziehungsweise hier sehen wir nochmal den Prozess, natürlich haben wir das auch ein bisschen automatisiert. Man sieht hier links quasi das aktuelle Paddle-Video, rechts dann den aktuellen Zustand und man kann einfach mit den Pfeiltasten hier den Zustand ändern und in den Frames hin und her springen. Und die Software kümmert sich darum, das dann alles im richtigen Format abzuspeichern. Schauen wir uns jetzt nochmal genau, und damit haben wir dann quasi eigentlich schon unseren Datensatz zusammen und gehen jetzt auf unser zweites To-Do über, und zwar das Modell. Und fürs Modell haben wir uns entschieden, dieses hier zu nehmen. Und wer jetzt vorher ein bisschen genauer aufgepasst hat, dem wird vielleicht auffallen, dass dieses Modell ist nicht neu. Das ist effektiv ein MobileNet, das wir ein bisschen abgeändert haben. Wenn man sich jetzt hier das originale MobileNet anschaut, dann sieht man, das hat am Ende, also ganz am Schluss, hat es ein 1280 Outputs. Und das ist deswegen, weil wir 1280 Klassen unterscheiden wollen. Wir wollen jetzt aber nur 3 Klassen unterscheiden. Das heißt, wir brauchen das Ganze nicht. Das heißt, wir schneiden jetzt einfach nur diesen letzten Layer ab und setzen unseren eigenen mit 3 Layers drauf und fangen einfach von dem vortrainierten MobileNet an, weiter unser Modell zu trainieren. Das Ganze nennt sich Transfer Learning. Und wenn wir das Ganze getan haben, dann haben wir jetzt endlich ein Modell, das uns für jeden Frame sagen kann, in welchem Paddelzustand wir eigentlich gerade sind. Und das sehen wir jetzt hier oben links, sehen wir für jeden Paddelzustand die aktuelle Wahrscheinlichkeit. Und unser Netz ist sich ziemlich sicher, immer mit einer 100%igen Wahrscheinlichkeit, dass wir in dem aktuellen Zustand sind. Das Spannende ist jetzt, jedes Mal, wenn wir von einem Paddelzustand zum anderen wechseln, dann blinkt es da oben schnell blau auf. Das heißt, das ist einer von den interessanten Frames, den wir irgendeiner Paddelpose zuordnen können, abhängig davon, was für einen Zustandsübergang wir gerade hatten. Genau. Und anhand dessen können wir jetzt eben den Sollwinkel einzeichnen, weil wir das Frame haben. Wir wissen unsere aktuelle Paddelpose und kriegen dann für unsere 4 Paddelposen die Frames. So, jetzt könnte man sich allerdings fragen, warum haben wir nicht einfach von einem normalen, untrainierten neuronalen Netz angefangen? Wieso machen wir diesen ganzen Transfer-Learning-Kram? Gut, die Antwort darauf ist, wir können einfach mit Transfer-Learning Sachen innerhalb von Stunden trainieren, die wir sonst in Tagen oder einfach gar nicht trainieren können. Und hier ist es eben auch so. Und um sich vorzustellen, warum das genauso ist, springen wir nochmal zurück zu einer kleinen Anekdote von Horst. Hier sieht man Horst beim Fußball schauen, an einem typischen Wochenende. Und er schreit den Fernseher an, wie er es immer tut,
Und das tut er seit Jahren und er weiß ja alles besser als die Trainer und kennt sich überhaupt mit Fußball so gut aus und ist quasi so ein absoluter Fußballprofi. Jetzt hat er allerdings die Aufgabe, dass er hier Kanu-Trainer werden soll. Und Horst denkt sich natürlich, okay, er weiß ja schon alles über Fußball und er weiß so viel über Spitzensport. Diese Transition zu machen hin zu einem anderen Spitzensport wird ihm ja viel leichter fallen, als wenn er alles von vorne lernen müsste. Und genauso ist es tatsächlich auch beim Transfer Learning. Dadurch, dass wir das Mobile Net schon so lange auf irgendeinem Datensatz trainiert haben, hat es gelernt, quasi zu sehen und kann jetzt erkennen, was es in dem Bild sieht. Und was wir jetzt tun, ist einfach nur nochmal umzuschalten von allgemeinen Klassen hin zu unseren drei Paddel-Zuständen. So, jetzt könnte man sich allerdings fragen, was genau sieht denn jetzt ein neuronales Netz? Und da haben wir natürlich auch eine Demo vorbereitet. Es gibt nämlich Möglichkeiten, wie man diese Features oder das, was ein neuronales Netz verstärkt. Und ich weiß nicht, wieso das jetzt gerade so langsam läuft. Das sollte eigentlich schneller laufen. Aber wir sehen, also wir verstärken einfach nur in dem aktuellen Bild immer weiter die, das, was das neuronale Netz sieht. Und wir sehen, er fängt jetzt hier langsam an, irgendwie kreisrunde Objekte einzuzeichnen. Und diese kreisrunden Objekte werden im späteren Verlauf auch noch irgendwie zu Tierköpfen oder sonstigem verkommen. Und der Grund dafür ist, dass das neuronale Netz, als es trainiert wurde, tatsächlich eben auch lernen musste, wie denn genau Tiere ausschauen wie man diese zuordnet. Und deswegen kann das neuronale Netz Tiere auch erkennen und deswegen werden sie hier verstärkt. Das sieht man jetzt nur nicht, weil das komischerweise extrem langsam läuft. Eigentlich wären wir da schon längst weiter. Gut, wir stoppen jetzt einfach hier die Demo aus Zeitgründen und kommen einfach schon weiter zu unserer Zusammenfassung. Genau, was haben wir jetzt eigentlich letztendlich erreicht? Beziehungsweise, was machen wir jetzt hier? Wir haben hier dieses Paddle oder dieses Kanu-Input-Video. Und was wir als erstes machen, ist zu segmentieren, wo ist denn genau das Kanu. Dann tracken wir hier Punkte, stabilisieren das Video, finden mit PCA den durchschnittlichen Winkel raus und begradigen so das Bild. Dann wenden wir OpenPose drauf an, um die Hände zu finden, benutzen den OpenPose Finger-Detector, um jetzt quasi noch die Finger zu finden, kriegen dadurch den Handmittelpunkt, können da die Paddellinie durchziehen, zeichnen nochmal die Wasserlinie ein, können damit schön das Frame annotieren, den Istwinkel einzeichnen. Und was wir jetzt noch machen, ist das Paddel auszuschneiden, durch unser neuronales Netz zu jagen und können dann letztendlich den Paddelzustand bestimmen, womit wir dann rausfinden, ob wir eine bestimmte Pose haben und dadurch können wir den Sollwinkel einzeichnen. Eigentlich komplett easy, oder? Und das Coole ist jetzt, damit haben wir eigentlich Horst komplett aus der Loop rausgenommen. Das heißt, Horst hat jetzt wieder seine Wochenenden für sich, kann jetzt wieder Fußball schauen. Der Olympia-Stützpunkt ist uns natürlich auch ganz dankbar, dass sie nicht ständig Mettigel essen müssen. Wir sind froh, weil wir ein cooles Projekt gemacht haben und alle sind glücklich. Genau. In was können wir das Ganze denn jetzt noch Feature creepen, Thomas? Ja, ich darf wieder den Business-Part übernehmen. Also sprich, wofür könnte man denn das in der Zukunft verwenden? Das eine, was wir momentan noch nicht können, ist damit Realtime-Feedback liefern. Also die neuronalen Netze brauchen noch viel länger, als die Aufnahme tatsächlich braucht. Das heißt, momentan ist es noch nicht möglich, aber für die Zukunft könnte man sich durchaus vorstellen, dass man einfach sagt, der Sportler kriegt gleich direkt Feedback über seine Leistung. Einfach nur dadurch, dass jemand mit dem Motorboot nebenher vorbeifährt und das neuronale Netz on the go alles analysiert. Und es gibt da auch schon teure Systeme, wie wir hier sehen. Das ist das Motionize. Das gibt es dann fürs Paddle und noch zusätzlichen Aufsatz aufs Kajak drauf. Und damit kann man sowas wie die Schlagfrequenz bereits heute analysieren. Aber natürlich, unser Ansatz könnte für die Olympioniken noch viel weiter gehen als das. Ja, genau, kontinuierliche Analyse, der Jonas hat es vorher schon erwähnt. Diese Vier-Zustandsanalyse macht man heute, ich denke mal, nicht nur aus dem Grund, dass das die ideale Analyse ist, sondern schlicht und ergreifend auch, dass es ein bisschen Aufwand spart. Jetzt könnte man natürlich sagen, mit unserer Technik kann man auch gleich die gesamte Technik durchanalysieren und zwar nicht nur zu vier bestimmten Zeitpunkten während eines Paddelschlags, sondern während des gesamten Paddelns. Und ein weiterer Ausblick, den wir natürlich auch haben, ist, ja, wir haben jetzt so viele schöne Techniken vorgestellt. All diese Techniken lassen sich natürlich auch einfach auf andere Sportarten übertragen. Das heißt, wenn wir jetzt einfach die neuronalen Netze ein bisschen anders anwenden, dann könnten wir sie zum Beispiel beim Fechten einsetzen oder bei eben komplett anderen Sportarten. Ja, und dann vielleicht noch ein bisschen
Der spielerische Ausblick, also eine Gamification, wäre natürlich auch noch möglich und das kann aus allem bestehen, dass man sagt, dass man Badges kriegt für besonders gute Technik, wenn man die letzten 10 Paddelschläge besonders gut gemacht hat, oder dass man einfach Punkte sammelt und sich dann mit internationalen Sportlern vergleicht, sodass man halt nicht nur den Vergleich über die aktuellen Sportler, die sonst so am Olympiastützpunkt sind, sondern so ein weltweites Leaderboard oder solche Geschichten hat. Ja, jetzt sind wir kurz über der Zeit, aber wir sind auch fertig mit unserem Vortrag. Vielen Dank trotzdem für die 40 extra Sekunden. Genau, wir danken vor allem auch Martin Flatsch, dass er heute Horst gespielt hat. Und wir danken all den Leuten, die mit diesem Projekt zu tun hatten, insbesondere die, die auch daran gearbeitet haben, unsere Praktikanten, Werkstudenten, Philipp, Sichon, Leo, super Arbeit, und natürlich ja, dem Olympiastützpunkt und Marc Schuh. Ja, danke euch für den tollen Vortrag. Frage. Eine Frage ist eingetroffen. Ich erzähle das jetzt nochmal, ohne Dialekt, ja. Kann das Programm... Horst, hast du schon mal was von Social Distancing gehört? Ja, bitteschön. Kann das Programm jetzt schon auf einem durchschnittlichen Rechner laufen oder braucht man besonders viel Rechenleistung? Die Antwort darauf ist, ja, es kann auf einem durchschnittlichen Rechner laufen. Die bisschen kompliziertere Antwort ist, ja, es kommt darauf an, wie schnell man es haben will. Tatsächlich läuft das Ganze auch so auf meinem Laptop. Da benutzen wir dann eben keine Grafikkarte, keine Hardware-Beschleunigung für die neuronalen Netze. Das dauert dann eben alles eine Weile. Ist aber durchaus möglich. Wenn wir jetzt gerade zu so einem Echtzeit-Feedback hinwollen, da müssen wir tatsächlich noch ein bisschen selber dran schrauben und da sind wir auch auf starke Hardware angewiesen. Noch eine Frage. Kann das Programm jetzt schon auf einem durchschnittlichen Rechner laufen? Wurden solche Sportanalysen durch KI gestützt auch schon auf den Mannschaftssport angewendet? Nein. Ja, also nicht von uns und wir wüssten auch nicht von irgendwas, was so das getan hat. Noch eine Frage. Martin, du siehst mega geil aus. Ach nee, das ist keine Frage. Noch eine Frage. Gibt es schon Ideen für andere Sportarten? Also tatsächlich haben wir mit dem Olympiastützpunkt ja schon über verschiedene Sachen geredet. Eine Sache war genau das Fechten, von dem ich gerade noch geredet habe. Also das könnte tatsächlich unser nächster Sport sein, aber tatsächlich sind wir da relativ uneingeschränkt, weil mit den ganzen Techniken, die wir vorgestellt haben, können wir sowohl Sport, der halt auf Geräte angewiesen ist, als auch den Mannschaftssport eigentlich ganz gut abdecken. Was ist mit Turnen? Ja, also ich kann es nicht, aber andere können es und deswegen denke ich, wir können auch eine kontinuierliche Analyse machen, dass wir halt nicht nur analysieren aus einem Frame, wie gut die Position gerade ist, sondern wir können auch Bewegungsabläufe durchaus ganz gut analysieren. Und noch eine Frage. Kann man die Zeitersparnis schon beziffern? Wie viel Arbeit war es vorher? Wie viel Arbeit ist es jetzt? Gut, also Zeitersparnis ist schwer zu sagen. Also wir haben uns jetzt nicht mit der Stoppuhr neben die olympischen Trainer hingesetzt und wirklich getimt, wie lange dieser Annotationsprozess dauert. Das Coole ist, es dauert immer noch eine Zeit, bis es auf dem Rechner durchläuft, aber währenddessen kann der Trainer einfach andere Sachen machen. Und das ist das Coole. Er muss einfach nur im Grunde 2 Mausklicks machen und das Programm läuft durch. Er hat am Ende diese Bilder. Was wir ihm nicht ersparen können, ist tatsächlich diese Frames am Ende zu analysieren. Aber all dieser lange Prozess des Annotierens, und ich weiß nicht, da müssten wir mal beim OSP nachfragen, wie lange das dauert, bestimmt eine halbe Stunde bei einem Video oder sowas, das kann man sich damit heute schon sparen. Und das ist echt, echt cool. Und das war's. Gut. Also, wir haben noch tatsächlich Fragen. Dann Andreas, hast du noch was? Hört ihr mich? Wir hören ihn gerade nicht. Okay, deswegen quatsche ich hier dazwischen und niemand hört mich. Ich stelle die Fragen einfach. Ja, egal, Andreas, schmeiß uns einfach nur raus. Warte, Moment, Andreas tippt es in den Chat rein, einen Moment. Analysis is now two-dimensional. Plans for 3D? Schwierig. Also ich meine, Antworte in Englisch am besten. Yeah, that's a tough one. So actually, there are already approaches to do 3D approximation of human pose estimation. So basically, what we saw in OpenPose, but just to do it in 3D. For now, there's
not really a necessity for it, because yeah, we're just trying to recreate the state of the art that we have right now, which is 2D. Of course, for the future, this might be an interesting topic to dive into, to see how we can augment the analysis towards real time, towards continuous analysis and towards 3D. Okay, noch eine Frage. Würde eine höhere Kameraauflösung oder eine leicht veränderte Position, etwas höher oder tiefer, dazu führen, dass das System neu lernen muss, oder ist der Übertrag problemlos möglich? Es wäre jetzt interessant zu wissen, von wem die Frage ist. Nee, tatsächlich war das ein Problem, mit dem wir zu kämpfen hatten. Dass, also ich nehme mal an, es ging um jetzt die Klassifikation des Paddelzustandes. Und zwar haben wir da sehr, sehr stark mit Data Augmentation gearbeitet. Für die, die es nicht kennen, es geht einfach darum, den Datensatz möglichst zu verfälschen, möglichst zum Beispiel zu verzerren, die einzelnen Bilder, und hochzuskalieren und runterzuskalieren und einfach darauf zu achten, dass das neuronale Netz mit allen verschiedenen Einflüssen Auflösungen umgehen kann. Genau, das haben wir getan. Das heißt, für höhere Auflösungen und andere Kamerawinkel sollte das in der Regel schon funktionieren. Okay, letzte Frage. Kann bei Tennis beispielsweise Spin berücksichtigt werden? Da weiß ich jetzt leider zu wenig über Tennis und was genau der Spin ist. Also wenn es um irgendwie Handgelenkdrehung geht, ich weiß, kann ich ehrlich gesagt nicht sagen. Dazu müsste ich wissen, was Spin ist. Vielleicht kann man ein paar Sachen dazu sagen. Also Spin ist ja die Drehung des Balles oder die Rotation des Balles an sich. Das ist natürlich schon ein bisschen schwierig. Man kann den Spin vielleicht analysieren, indem man sozusagen die Flugkurve analysiert des Balles. Aber ich glaube, die Auflösung wird nicht reichen, um wirklich die Balldrehung zu erkennen. Dafür fliegt er auch zu schnell. Den Ball selber zu erkennen und seine Flugbahn sollte kein Problem sein. Und mit einer Simulation kann man dann halt auch dementsprechend schauen, ob bestimmte Annahmen treffen und dadurch halt den Spin vorhersagen und wie sich der Ball dann verhalten würde. Aber das bräuchte natürlich noch ein bisschen mehr Arbeit, als jetzt einfach nur das anzuwenden, was wir eh schon haben. Gut, dann wären wir für heute fertig. Ich sag auch noch mal kurz was. Spaß gemacht. Absolut. Wink euch, und von Marc Schunoff der Hinweis, dass die Analyse vorher 20 bis 25 Minuten pro Sportler benötigt hat. Corona. Und jetzt dürften es wenige Minuten sein. Das wollte ich noch mit einwerfen. Das heißt, man hat da auf jeden Fall was gewonnen. Ich wünsche jetzt auf alle Fälle viel Spaß in der Mittagspause. Und mute die mal kurz, dass ich hier abmoderieren kann. Viel Spaß in der Mittagspause. Im Nachmittagstrack wird dann mein Kollege Marc hier die Moderation übernehmen. Viel Spaß dabei und bis dann. Genau. Ciao. Ich freue mich auf nachher. Eine schöne Mittagspause.